Ja, hallo, mein Name ist Tassilo Tim von Rote Fahne TV. Wir sind heute hier bei den Kolleginnen und Kollegen von Borbet in der Klingenstadt Solingen. Die Kollegen kämpfen um ihre Arbeitsplätze. Rote Fahne TV wird heute hier live von diesem Kampf berichten und dazu verschiedene Kolleginnen und Kollegen auch interviewen. Auch die MLPD ist hier vor Ort, die uneingeschränkt ihre Solidarität organisiert. Und ja, hört selbst. Ich heiße Fatih Kocak, bin seit 2012 hier in der Firma Borbet Standort in Solingen tätig. Was ist dein Eindruck, wie ist jetzt die Stimmung unter der Belegschaft? Die Stimmung ist sehr geträgt. Die Kollegen sind ziemlich angeschlagen, sauer auch noch für das, was bis jetzt je geschehen ist. Wir haben den Arbeitgeber in den vergangenen Jahren, wo es damals auch mit der Automobilkrise nicht so gut ging, haben wir den Arbeitgeber ziemlich unterstützt und den Millionen in die Tasche reingebracht. Und jetzt bei der nächsten Gelegenheit, dass der die Mitarbeiter bzw. meine Kollegen und mich so ausbeutet und auf die Straße setzt, ohne eine nennenswerte Abfindung, quasi mit 0 Euro nach Hause zu schicken. Das finden weder ich noch meine Mitkollegen noch in Ordnung. Also wir wurden quasi ausgebeutet, bis zum geht nicht mehr, ausgepresst. Und jetzt, heute stehen wir, seit fast 2 Wochen stehen wir schon hier und erhoffen uns politisch gesehen aus der Seite der Politiker Unterstützungen, wie zum Beispiel von Opel-Werken. Ich beglückwünsche euch dazu, dass ihr hier nicht kampflos eure Arbeitsplätze aufgebt, sondern den Kampf aufgenommen habt. Also es ist sehr wichtig, in so einer Situation zusammenzustehen. Absolut, was der Kollege vorher gesagt hat, in der Situation ist Solidarität und Einheit sehr wichtig. Das kann ich voll teilen. Es ist aber eben auch die Realität, dass die Arbeiter auch verschiedene Meinungen, verschiedene Parteien, verschiedene Strömungen haben. Und ich bin immer dafür, dass darüber eben auch diskutiert wird, dass man sachlich darüber diskutiert, dass man das nicht verkleistert. Ich finde, man sollte dann auch sagen, für wen man steht und das nicht verheimlichen. Und deshalb kommen wir hier auch offen mit unserer Fahne. Das heißt nicht, dass wir das hier dominieren wollen, sondern das ist ein Zeichen der Solidarität, der Unterstützung. Und ich finde, das gehört hier auch hin und sollten andere Parteien lieber auch machen, anstatt dass man dann hier dagegen ist, dass die Leute die Solidarität üben. Das ist das, was den Kampf nach vorne bringt. Solidarität, Unterstützung, Zusammenhalt, das ist das, was die Arbeiter stark macht. Ich habe mal bei Borbet nachgelesen, wie Borbet das rechtfertigt und die sagen allen Ernstes, der Solinger Betrieb ist ein singulärer Verlustbringer. Also ich muss sagen, ich finde das echt eine Frechheit, dass die diese harte Arbeit, ich habe das hier immer mitgekriegt, wie ihr in Conti-Schicht und völlig fertig von der Arbeit kommt und dann erzählen die einfach, das ist ein Verlustbringer. Ich frage mich, warum haben die das Werk denn betrieben aus, aus sozialer Wohltat oder aus Nächstenliebe? Die haben das Werk doch betrieben, um Geld rauszuziehen, um euch für sich arbeiten zu lassen, um Millionäre zu werden, um Weltmarktführer zu werden. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt auch das Werk schließen. Es ist ja so, also deshalb, lasst euch hier nicht für dumm verkaufen, dass wir Verlustbringer werden. Die Arbeiter schaffen die Werte und sind keine Verlustbringer. Es ist ja inzwischen so, dass auch Zulieferer richtig große Konzerne sind und da zählt nicht mehr, ob man was Sinnvolles produziert oder ob man schwarze Zahlen schreibt, sondern Maximalprofit. Und alles, was dem entgegensteht, den Konkurrenten niederzumachen, das wird halt platt gemacht. Das ist denen ihre Logik. Ne? Und ihr seid hier eine kämpferische Belegschaft. Ihr habt dafür gekämpft, dass die Leiharbeiter gleichgestellt werden. Ihr habt dafür gekämpft, dass die Löhne nicht ständig weitergedrückt werden. Und das ist denen ein Dorn im Auge. Und deshalb seid ihr auch ein Zeichen für andere Belegschaften, wo gerade viele unter Druck gesetzt werden, Löhne gekürzt werden, Niedriglohnsektor aufgebaut wurde. Ihr seid ein Vorbild, dass man kämpft und dass man den Kampf nicht aufgibt. Die ganzen anderen Krisen hervorbringen. Wir haben Kriege, die kriegen nicht mal mehr unsere Kinder richtig versorgt in den Krankenhäusern. Wir haben Umweltzerstörung, wir haben soziale Probleme. Ein Riesenkrisengeschehen, das geht alle auf diese kapitalistische Logik zurück. Und deshalb
ist der Inhalt dessen, was die MLPG vertritt, eben auch für eine andere sozialistische Gesellschaft einzutreten, wo diese Perversion nicht mehr ist, die einen arbeiten und die anderen werden reich dadurch. Das ist doch pervers. Das müssen wir doch ändern und deshalb hat das einen Inhalt, was wir hier vertreten und ist nicht einfach, wir wollen dominieren oder irgendwie anderen unsere Meinung aufzwingen, sondern wir wollen einfach diese Position auch vertreten. Ich habe jetzt heute noch gehört, dass ihr einen neuen Geschäftsführer vor ein paar Jahren gekriegt habt und zwar, dass dieser Herr End heißt, der glaube ich von Opel kam. Er hat offenbar hier die Methoden von Opel, hier sind ja auch ein paar Bochumer Leute, das Werk zu schließen, jetzt hier auch auf Solingen angewendet, zu sagen, dann schließen wir hier auch das Werk. Da kann ich nur sagen, lieber Herr End, dann werden wir auch mit den Kampfmethoden von Opel antworten. Und die Opel-Arbeiter, die haben gestreikt für den Erhalt ihres Werks, die haben das Werk blockiert, die haben verhindert, dass die ganzen Waren da rauskamen. Wenn die mit solchen Maßnahmen kommen, dann können wir auch mit solchen Maßnahmen antworten. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Was nämlich gescheitert ist, das ist der Weg der faulen Kompromisse. Wenn du denen den kleinen Finger hinhältst, dann nehmen die die ganze Hand und reißen dir den Arm aus. Das machen die Kapitalisten. Deshalb keine faulen Kompromisse, sondern volle Kampfkraft, gute Organisierung, Einheit. Lasst uns den Weg diskutieren. Bei Opel haben sie dann Abstimmungen gemacht, die kämpfen wir weiter. Da haben sie gemacht, Streikzeit ist Arbeitszeit, dass man wirklich 24 Stunden, so wie man sonst arbeitet, auch dann den Protest organisiert. Da gibt es viele Kampferfahrungen, die wir gerne auch zur Verfügung stellen und gerne mit euch diskutieren, wie wir das weitermachen. Alles Gute für euren Kampf. Nur wer kämpft, kann gewinnen. Wir sind an eurer Seite. Lasst euch nicht unterkriegen. Überlegt, wie ihr das Ganze weiterentwickelt. So etwas darf auch nie totlaufen. Wir werden weitermachen. Ihr seid eine mutige Belegschaft, habt Rückgrat und wir werden auch in ganz Deutschland die Solidarität in anderen Betrieben organisieren und das auch übermitteln. Alles Gute, viel Erfolg. Also ich heiße Sidki mit Familienname Kaimatz und ich arbeite seit 16.09.81 bzw. über 41 Jahre in dem Werk. Und haben wir bis jetzt auch noch nie sowas erlebt. Ja. Was kannst du uns über deinen Kampf hier, über den Kampf der Kollegen erzählen? Wir merken hier eine sehr optimistische und kämpferische Stimmung. Ja, das ist normal, dass die Kollegen auch kämpfen, aber würde ich mich freuen, wenn wir immer mehr werden. Und das ist das Insolvenz, was hier abgemacht worden ist, das ist eigentlich ein, wie soll ich mich ausdrücken, lächerliche und bedenkliche, dass das keine richtige Insolvenz ist, weil die Firma hat schon noch 7 Firmen, die wir früher immer von Geschäftsleitung bzw. Kapitalismus gegeneinander ausgespielt haben. Und letzte Jahren, was die hier geplant haben, weil wir kämpferische Belegschaft haben und deswegen haben die uns von anderen Werken ausgeschlossen, noch leichter rauszukriegen. Was können wir tun, um euren Kampf weiter zu unterstützen? Ja, ich bin froh, wenn ihr uns unterstützt, mehr Leute hier dran teilzunehmen, solidarisch von anderen Werken hier Leute reinzukriegen. Aber ich glaube, dass die anderen Werke von Borbert werden die hier nicht teilnehmen. Wir waren schon mal in Medebach, in Hesborn, dann in Medebach für die Kollegen, weil denen auch schlecht ging. Wir waren gemeinsam hier losgefahren, denen unterstützt. Aber ich glaube nicht, dass die Mut haben werden, dass die für uns kämpfen werden. Ja, oft muss man dann noch mit den Kollegen auch intensiver diskutieren und sich mit den Meinungen auseinandersetzen. Manche Kollegen sagen ja auch, zum Glück bin ich jetzt nicht betroffen, es geht nicht um meinen Arbeitsplatz. Aber letztlich geht es ja um die gesamte Arbeiterklasse, um alle Arbeitsplätze. Und da muss man auf jeden Fall werksübergreifend solidarisch sein. Das ist klar, weil sieht man daher, uns ist am 28.11. gesagt worden, dass die Firma dicht gemacht wird. Aber die haben bis heute immer noch 54 Leute im Werk drin. Die manche bis 31.03. und manche bis 30.06. Weiterarbeiten werden. Und davon ist lächerlich, dass der Betriebsratsvorsitzende, dessen Stellvertreter und der zweite Freigestellte sind auch mit dabei. Und die restlichen Betriebsräte sind alle rausgeschmissen worden. Auch ich als Schwerbehindertenvertretung. Und das finde ich wirklich schade. Also weiter viel Erfolg für euren Kampf. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, uns ist aufgefallen, dass heute hier auch viele Frauen sind. Das freut uns, dass die ganze Familie hier um den Arbeitsplatz kämpft. Warum bist du heute hier? Ich bin zur Unterstützung da. Mein Mann ist Mitarbeiter gewesen bei Borbet, da es mich auch an erster Stelle betrifft. Und ich als Frau muss an seiner Seite stehen. Ich finde, jede Frau von den Mitarbeitern müsste eigentlich hier sein. Aber wir werden mehr. Von Tag zu Tag. Wir geben nicht auf, bis wir unsere Rechte kriegen. Hattet ihr zu Hause Diskussionen, ob man kämpft, wie man kämpft? Jetzt ist eh alles zu spät. Eigentlich weniger. Am Anfang war es ja eine ganz eigene Initiative von den Mitarbeitern. Es kam ganz, ganz spontan. Und dann haben wir uns entschlossen, auf die Straße zu gehen, unsere Stimme zu erhöhen. Dagegen zu kämpfen, weil so nicht mit uns. Also von heute auf morgen vor allem, wir wissen ja, dass da hintenrum was nicht normal ist. Das kann jetzt nicht die anderen Borbet-Gruppen nicht betreffen, aber nur die einzige Borbet-Gruppe. Da ist ein blödes Spiel mit drin und das lassen wir mit uns nicht machen. Das sehen wir nicht ein. Vor allem, es hängen ja ganz viele Existenzen an der ganzen Sache. Kinder sind betroffen, Frauen wie ich jetzt auch. Viele haben sich ja dementsprechend eingerichtet, sage ich mal, im Leben und so nicht mit uns. Was kannst du den Leuten empfehlen, um diesen Kampf hier zu unterstützen? Also, was ich empfehlen kann, uns einfach vielleicht vorbeikommen und einfach mal solidarisch dabei zu sein. Wie gesagt, wir sind heute betroffen, wir wissen nicht, wer morgen betroffen ist. Damit wir dagegen ankämpfen, müssen wir solidarisch uns gegenseitig unterstützen. Einfach vorbeikommen, das motiviert und das ist viel für uns, bedeutet viel für uns und neue Gesichter zu sehen. Soweit, das war's. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für euren Kampf. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich bin die nächste Jahr in Keskin, ich bin 33 Jahre alt und ja. Ja, und warum bist du heute hier? Weil wir die Leute hier unterstützen möchten, die jetzt ohne Arbeit dastehen, weil mein Vater auch hier gearbeitet hat. Ja. Ja, was kannst du uns empfehlen, um diesen Kampf hier weiter zu unterstützen? Ja, dass sie eine Lösung finden dafür, dass nicht so viele Leute ohne Arbeit dastehen. Ja, also du kommst auch weiter. Ja. Okay, vielen Dank. So, wie heißt du und wie alt bist du? Ich bin Bahtiyar Türkoğlu, ich bin 14 Jahre alt. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier wegen für meinen Vater, für seine Rechte und für sein, halt eben seine Rechte, die er eigentlich bekommen sollte, aber Frau Borbet die nicht gegeben hat. Ja. Ja, und du bist ja jeden Tag 13 Uhr bei der Mahnwache dabei. Ja, richtig. Okay, was können wir tun, um euch zu unterstützen weiter? Vielleicht mehr Aufmerksamkeit in die Welt, in Deutschland, NRW generell Sachen ausbreiten. Vielleicht den Solingener Bürgermeister, Bundespräsident, irgendwie sowas hier bringen und drüber reden halt. Okay, vielen Dank. Kannst du noch für uns trommeln? Ja, die MLPD ist seit fast 40 Jahren hier regelmäßig vor dem Tor, eng mit der Belegschaft verbunden. Neben mir steht Gabi Fechtner, sie ist Parteivorsitzende der MLPD, ist selber seit Jahrzehnten vor dem Tor hier gestanden, kennt viele Kolleginnen und Kollegen und war heute hier, um den Streik zu unterstützen. Was waren deine Eindrücke? Ja, erstmal ist es ein ganz wichtiges Signal in einer Situation, wo diese Krisen des Imperialismus auch die Arbeiterklasse unheimlich unter Druck setzen. Sie spalten, sie Arbeitsplätze vernichtet werden, der Druck zunimmt auf die Löhne, dass da eine Belegschaft sagt, und das ist hier wirklich ein geflügeltes Wort, nur wer kämpft, kann gewinnen und wir werden uns das hier nicht gefallen lassen oder uns in irgendwelche faulen Kompromisse oder Transfergesellschaften drängen lassen, sondern wir werden ja den Kampf weiterführen und das ist ein Signal, was auf jeden Fall auch über Solingen hinaus Bedeutung hat. Es ist kein Streik, muss man sagen, weil hier Borbet ganz übel die Belegschaft einfach von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen hat, sie einfach vor die Tür gesetzt hat. Sie haben gleichzeitig noch bis Weihnachten die wirklich hart malochen lassen. Das ist körperlich richtig harte Arbeit, diese Felgen herzustellen. Die haben in Conti-Schicht gearbeitet, haben noch produziert, was das Zeug hält. Und deshalb ist es eigentlich eine gute Sache, dass hier auch heute diskutiert wurde, wir sollen produzieren.
produzieren. Wir sollen die sozusagen unseren Mehrwert rausziehen lassen, um hier Weltmarktführer im Felgenbereich zu werden. Und dann transportieren sie jetzt hier die Maschinen und die Waren raus. Und das wurde halt diskutiert, sollte man das nicht verhindern. Die Arbeiter sind hier, die Werte schaffen und die Produktion hier gemacht haben. Also eine wichtige Diskussion, wie der Kampf weitergeführt wird. Es ist eine gute solidarische Stimmung hier, aber es gab auch Debatten darüber, wie die Solidarität organisiert wird. Ich glaube, dass das mit den Fahnen einfach dazugehört, dass die Parteien, die solidarisch sind, die natürlich keine Faschisten sind, dass die auch hier klar sagen, wo sie dazugehören und ihre Position vertreten können. Das ist ein wichtiger Klärungsprozess, den wir einfach weiterführen müssen. Aber man merkt, dass hier wirklich, jeder kennt hier die MLPD, viele sind sehr aufgeschlossen, sprechen einen an, wie man weiter zusammenarbeitet. Interessieren sich auch für unsere Hintergründe und unsere Literatur. Gab es ja auch einige Käufer. Also das ist eine gute Sache. Und es gibt halt immer einen Kampf um die Richtung, um die Wege. Transfergesellschaft hat hier von 700 Mann Belegschaft, glaube ich, 250 gab es irgendwie mal eine Zahl unterschrieben. Das ist auch schon ein Fortschritt, weil oft haben dann die Belegschaften gesagt, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, was sollen wir machen? Und da ist hier schon ein Fortschritt, dass man mit solchen faulen Kompromissen fertig wird, und deshalb viel Erfolg weiter an diesem Kampf. Dazu gehört aber auch Überparteilichkeit, fertig zu werden mit dem Antikommunismus, und daran werden wir weiterarbeiten. Vielen Dank, Gabi Fechtner.